Dzień dobry aus Polen. Es ist jetzt der 18. Tag und ich habe das Meer erreicht, die Ostsee. Also ich bin in Danzig. Meine erste Station war Krakau. Da bin ich mit dem Nachtbus aus Budapest hergekommen. Ich bin hier am Bier trinken auf so einem Frühlingsfest und wieder mal am Essen. Das ist Bigosch oder Bigos. Irgendwie so eine Sauerkrautpampe mit Fleisch. Schmeckt ganz gut. Im Vergleich zu Budapest ist es natürlich ein Nest sozusagen. Also obwohl Krakau wohl 1 Million Einwohner hat, wirkt das alles viel kleiner hier. Das Leben spielt sich hier hauptsächlich auf dem Hauptplatz ab. Da steht so eine riesige Kirche. Also Krakau ist halt nicht zerstört worden im Krieg. Deswegen gibt es hier wahnsinnig viele alte Gebäude, die quasi noch original sind, nicht wieder aufgebaut, sondern die sind noch von damals. Neben dem großen Platz, wo sich rundherum alles tummelt, gibt es noch das jüdische Viertel. Wie in Budapest ist da auch das ist auch so ein Szene-Party-Viertel. Also der Guide, ich habe wieder so eine Free-Tour gemacht, der hat gesagt, es wäre so ein Hipster-Viertel. Und ich war da auch und in der Bar Alchemia ist wohl die coolste Bar da. Das war ziemlich geil und da habe ich auch so eine Jam-Session, so eine Hip-Hop-Freestyle-Sache besucht, wo auf Polnisch gerappt wurde. Es war ziemlich cool, hat Spaß gemacht. Dann habe ich auch was Ernsthaftes gemacht, war in Auschwitz-Birkenau habe ich besucht. Das war eher schwere Kost, wie man sich vorstellen kann. Als nächstes bin ich mit dem Zug nach Warschau gefahren. Ich bin jetzt hier direkt am Kulturpalast. Das größte Gebäude Polens. Man sieht ein imposantes Bauwerk. Stalin persönlich hat es errichten lassen. Also die ganzen anderen Gebäude hier drumherum sind auch schick und modern, aber es gibt eben kein Gebäude, was höher ist. Und das ist halt, wenn du in die Stadt kommst, das fällt dir direkt ins Auge und denkst, was für ein krasser Turm. Das hier ist die Altstadt von Warschau. Hier werde ich gleich von einem Pferd umgerannt. Es ist Sonntag, hier ist die Hölle los. Hier ist irgendwie alle 2 Meter irgendein Typ, der irgendwas macht. Hier Seifenblasentyp, Luftballonverkäufer. Da hinten ist der nächste Straßenmusiker. Beatles scheinen hier sehr gut zu sein. Vorhin John Lennon, jetzt Beatles. Und Warschau ist gar nicht so hässlich, wie alle immer sagen. Ja, mein großer Abend war quasi in Warschau. Wir waren in so einem Club. Da war so ein Jazzkonzert. Und irgendwann hat Hans dann angefangen, wir brauchen Shots. Und dann haben wir angefangen, Wodka-Shots zu trinken. Und da war dann auch noch von der Band, die sind dann runtergekommen zu uns und wir haben uns mit denen unterhalten und der eine Typ, der hat halt immer noch Geige gespielt, so Folk-Style halt. Es war ziemlich cool, weil wir sind dann durch Warschau gelaufen die ganze Nacht und immer in Bars gestoppt und dann hat er da Geige gespielt und da waren dann auch andere Musiker, die haben dann auch irgendwie auf Akkordeon gespielt oder Gitarre und er hat Geige dazu gespielt und wir haben halt überall Wodka-Shots getrunken. Und dann haben wir auch irgendwo noch andere Leute aufgegabelt, Polen, die dann mitgekommen sind und schön Wodka getrunken. Also genauso hatte ich mir das vorgestellt. Super geil. Und das Schöne ist auch, dass wenn du Wodka pur trinkst, und vielleicht ist es auch eine Einbildung, aber ich hatte halt echt, wir haben echt viel getrunken. 4 Stunden geschlafen und dann musste ich zum Zug nach Danzig. Und das Aufstehen war nicht geil, aber wer mich kennt, der weiß, ich habe auch öfters mal ein bisschen schlimmere Hangovers mit schönen Kotzen und so. Aber es war alles cool, auch Kopfweh hielt sich in Grenzen. Ich glaube halt echt diese Mischscheiße, die wir immer trinken in Deutschland, das macht ist halt böse. Auf jeden Fall, ich hatte zwar ein bisschen Kopfschmerzen, aber für das ich irgendwie 25 Wodka-Shots getrunken hatte an dem Abend, war es ganz okay, fand ich. Meine Theorie ist auf jeden Fall Wodka pur. Wenn du das trinkst, da passiert dir nichts. Ich werde das auf jeden Fall weiter austesten und werde berichten, ob sich die Theorie bestätigt. Und nun bin ich in Danzig. Es ist meine letzte Station in Polen. Ich habe Danzig eigentlich nur besucht, weil ich gedacht habe, das liegt auf dem Weg zwischen von Warschau nach Vilnius. Allerdings fährt von Danzig gar kein Bus oder Zug. Also es gibt keine Verbindung, keine direkte nach Vilnius.
Ja, Schlaufuchs halt, ne? Nicht nachgeguckt vorher. Das heißt, ich muss morgen früh, habe ich eine kleine 14-Stunden-Reise vor mir. Dann fahre ich quasi mit dem Bus, Polski-Bus, zurück nach Warschau, um dann umzusteigen in einen anderen Bus, der mich nach Litauen bringt. Ja, ich bin mal gespannt. Ich glaube, der erste, also Polski-Bus bin ich schon mal gefahren von Ungarn, also von Budapest nach Krakau. Das war eine 7,5 Stunden Fahrt oder so und ich war danach total fertig. Ja, ansonsten Polen hat viel Spaß gemacht, ist super, Danzig ist auch sehr schön. Die meisten Städte wurden halt im Krieg total zerstört, also egal was du hier machst, welche Sehenswürdigkeit du dir anguckst, entweder die Nazis oder die Kommunisten haben irgendeine Scheiße damit gemacht. Ich musste dann auch schon einige Diskussionen führen mit Polen, nicht nur mit Polen, aber vor allem mit Polen, über die Nazis oder über Angela Merkels Flüchtlingspolitik. Ja, das ist halt auch gemischt. Manche sind immer irgendwie, auch in unserer Generation, irgendwie noch sauer auf die Deutschen. Andererseits, ist es auch oft lustig. Also da war, wir waren beim Wodka-Trinken haben wir so einen dicken alten Polen getroffen und der hat dann den einen, da war ein Kalifornier dabei und der hat gesagt, weil wisst ihr, was ich an den Amerikanern nicht mag, sie sind zu patriotisch. Dann hat er gefragt, und wo bist du her? Dann habe ich gesagt, aus Deutschland. Und dann hat er so, komm, da brauche ich gar nicht erst anfangen. Also es war ein bisschen witzig, aber der war dann auch total nett und der hat Wodka-Shots ausgegeben. Alles cool. Die letzten zwei Nächte habe ich irgendwie vier bis fünf Stunden immer nur geschlafen. Ich bin jetzt langsam im Arsch. Es ist jetzt auch das ganze Sightseeing, drei Tage hier, drei Tage in der anderen Stadt, drei Tage in der nächsten Stadt. Immer Sightseeing, das volle Programm und abends dann immer noch schön weggehen. Das nagt jetzt langsam schon. Ich hoffe, dass ich mich dann auch mal ein bisschen chillen kann. Und oft ist es auch so, wenn ich irgendwie im Zug sitze oder so, dass es echt entspannt ist, weil es ist drei Stunden nichts tun oder so. Angenehm. Aber ich wusste ja, dass der Anfang ein bisschen stressiger wird. Und ich meine, es ist auch voll geil, aber eben auch anstrengend. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, weil ich bin mit so einem Boot gekommen, hierher. Und die haben gesagt, ja, um 16.35 Uhr geht auch ein Schiff zurück. Und also hin ist es um 15 Uhr gegangen. Und als ich jetzt vom Boot runtergegangen ist, hat er so, ja, ich weiß nicht, ob das Boot noch fährt, es ist windig und so. Sei mal hier um 16.35 Uhr, kann aber sein, dass das Boot nicht fährt. Ich sollte eher auf dem Schiff bleiben. Ich habe gesagt, ja, ich bin hierher gefahren, ich will mir halt den Kram hier angucken, das hier gibt so Denkmäler und alte Bunker und so weiter. Ja, jetzt muss ich mich halt ein bisschen beeilen, dass ich noch das Denkmal sehen kann, dann zurückgehen zum Anlegepunkt und dann, wenn das Schiff nicht kommt, muss ich halt mit dem Bus fahren. Also ich bin hier nicht gefangen, aber wäre halt schon cool, wenn ich habe das Schiff ja schon bezahlt. So, ich sitze jetzt hier am Anleger. Das Boot kommt wohl nicht mehr, nehme ich an. Deswegen werde ich gleich den Bus nehmen, aber im Moment, das Wetter ist eigentlich eher geiler geworden. Ich glaube nicht, dass es am Wind liegt, weil ich finde, es ist weniger Wind als vorher. Ich glaube einfach, der hat keinen Bock mehr oder es gibt keine nicht genug Leute und deswegen fährt er einfach nicht mehr. Aber ich finde es geil, jetzt am Meer zu sein. Und jetzt geht es weiter nach Norden und weiter Richtung Osten. Erstmal. Macht's gut.